Es ist geschafft, ich kann meinen Brickling Store endlich eröffnen. Willkommen bei Bricksnuggery, schön, dass ihr wieder dabei seid. Tja, in diesem Video, das erste Video dazu habe ich euch in der Beschreibung verlinkt, werde ich euch mal eben erzählen, wo die Probleme zwischen Brickling und mir gelegen haben, warum die Verifizierung tatsächlich satte 4 Wochen oder sogar etwas mehr als 4 Wochen in Anspruch genommen hat. Also, hier seht ihr einfach die Benutzeroberfläche meines zukünftigen Stores. Und jetzt gehe ich aber mal eben in einen meiner Mail-Accounts und öffne die entscheidende Mail für euch. Da wird mir nämlich mitgeteilt, Doppelklick wäre einfacher, da wird mir nämlich mitgeteilt, dass ich nun erfolgreich verifiziert bin auf Bricklink. Das gucken wir uns einmal eben zusammen an. Congratulations, you are now verified seller on Bricklink. Da wird mir eben gesagt, dass jetzt alles geklappt hat. Aber die große Frage ist ja, was hat denn daran eigentlich so lange gedauert? Und das erzähle ich euch jetzt. Denn das erspart euch vielleicht wirklich, wenn ihr auch einen Store eröffnen möchtet, viele schlaflose Nächte. Denn die Kommunikation mit Bricklink, die ist meiner Meinung nach wirklich verbesserungswürdig. Allerdings haben wir vielleicht auch ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Ich hatte euch das im letzten Video schon gezeigt, dass man von mir noch einmal einige Dinge nachhaben wollte. Es ging zum Beispiel darum, dass ich noch mal eben physische Bilder, ihr könnt sie unten lesen, von meinem Lego-Inventar uploaden sollte. Das hatte ich dann auch am gleichen Tag gemacht. Ihr könnt es hier oben links sehen. Es war am 28.03. Hatte dann aber überhaupt nichts mehr von Lego gehört, sodass sich Lukas mit mir mal dann letztes Wochenende dran gesetzt hat. Wir wollten ja ursprünglich Bricklink anschreiben. Das haben wir dann aber nicht gemacht, sondern sind stattdessen einfach nochmal in die Verifizierungsseite von Bricklink gegangen. Die kann ich jetzt, da ich verifiziert bin, nicht mehr aufrufen. Aber das ist die Seite, auf der ihr bestimmte Dinge von euch angeben müsst. Da gehört die Steuernummer zu, da gehört eben auch dieses auf 5 MB, jetzt wird es wichtig, auf 5 MB begrenzte Foto eures physischen Lego-Inventars zu. Ich hatte sowas hochgeladen. Warum denen das nicht gereicht hat, weiß ich nicht. So, dann habe ich auf die entsprechende Mail, die ich ja bekommen habe, geantwortet. Aber da ist nie irgendetwas zurückgekommen, weder ein kleiner Zwischenbescheid, eine Info, geschweige denn irgendwie, dass die Verifizierung nun durch ist. So, und jetzt hat sich Lukas das Ganze angeguckt und der sagte, wir probieren das Ganze nochmal über die Verifizierungsseite. Das heißt, über die Seite haben wir dann eine komprimierte Datei mit, ich glaube, 7 Fotos nochmal hochgeladen. Und nicht mal 2 Stunden später war es dann so, dass diese eben gezeigte Mail vom Bricklink gekommen ist, dass wir jetzt verifiziert sind. Also für jeden von euch, der mal irgendwie bei der Verifizierung hängt und der irgendetwas dann noch nachreichen soll, macht es in jedem Fall über die Verifizierungsseite von Bricklink und nicht über die Mail, die ihr dazu erhaltet. Also keine Antwortmail schicken, die wird nicht mal beantwortet. Das musste ich ja nun leidlich feststellen. Also ich hätte vor 4 Wochen eine schon eröffnen können, wenn ich das vorher gewusst hätte. Das hätte mir eine ganze Menge Ärger erspart und vielleicht wird es euch eine ganze Menge Ärger ersparen, wenn ihr das jetzt wisst. Also irgendwas, was nachgefordert wird, immer über die Verifizierungsseite, nicht als E-Mail-Antwort an Bricklink schicken. Das war der Grund, warum es bei mir so lange gedauert hat. Es wäre natürlich wirklich schön gewesen, wenn Bricklink in Form einer kurzen Mail mich mal darauf hingewiesen hätte. Und ich habe auch sonst tatsächlich nirgendwo gefunden, dass es von Bricklink so gefordert wird, dass man wirklich nur über diese Verifizierungsseite gehen kann. Gut, das ist nun eben so. Vielleicht habe ich auch was überlesen. Wie gesagt, ich bin ja absolut nicht fehlerfrei. Aber das ist für euch jetzt mal eben der Hintergrund zu wissen. Erstens, der Store kann eröffnet werden. Das wird aller Voraussicht nach am 1.5. der Fall sein. Dazu gibt es natürlich ein gesondertes Video, ist vollkommen klar. Und dann gucken wir uns mal an, wie der Store aussieht. Nächste Woche Sonntag gibt es dann, das ist der 7.5., wenn mich nicht alles täuscht, die neue Roomtour. Die ist dann für den Mai logischerweise des Jahres 2023. Dann seht ihr, wie sich das Inventar bis dahin entwickelt hat. Tja, und das soll es für heute gewesen sein. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.